Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Retro und heute ist mal wieder die Situation ein bisschen anders, denn die letzten beiden Videos, die ich heute aufgenommen habe, auch schon liegen schon wieder einige Stunden zurück. Also ich habe jetzt doch die Pause mir genommen, damit ich das alles schaffe mit dem Bus und so weiter, was ich ja erklärt habe. Und ja, jetzt muss ich eben noch am Abend das Ganze nachholen. Aber so spät, wie ich eigentlich dachte, ist es doch nicht. Das ist zumindest ein kleiner Trost. Also ich nehme das jetzt hier nicht wie sonst immer zu so einer utopischen Uhrzeit auf, sondern das hält sich noch ganz gut im Rahmen. Ich habe aber auch gerade relativ spontan eine Gelegenheit zum Aufnehmen gekriegt und deswegen klappt das eben ganz gut. Ansonsten spiele ich nebenbei noch Sepp ein bisschen, also ja, damit ich da auch mal wieder was mache. Denn ich hätte jetzt auch eine Retro-Gameplay-Sache wieder aufnehmen können, weißt du, wie ich das sonst dann manchmal so mache, versetztmäßig. Aber da hatte ich jetzt keine Lust drauf, denn das Problem besteht, dass ich noch eine Folge für den anderen Kanal vorbereiten muss. Und da muss ich gerade noch ein bisschen aktiv sein hier in der Welt, deswegen, also, damit ich wenigstens das ein oder andere vorweisen kann. Ich hoffe mal, dass ich jetzt, während ich hier rede, noch einiges schaffe. Denn ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich durchgehend rede. Ne, ihr wisst Bescheid, das ist immer ein bisschen schwierig, alles zu balancieren, sag ich mal. Aber im Grunde sollte es eigentlich gehen. Und mal sehen, ne? Also, ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Ich wollte vielleicht noch das ein oder andere sagen zur Thematik, die ich ja schon angesprochen habe. Dass ich ja heute beispielsweise relativ viele Änderungen hatte wieder und das alles nicht mehr so meiner Planung entspricht. Also das hat mich halt gestört, denn ich habe am Anfang der Woche festgestellt, dass es mir hilft, wenn ich mal wieder detaillierter alles plane. Denn nur wenn ich mir alles so vor Augen führe, was ich eigentlich machen will, dann ja, versuche ich zumindest auch stärker, wirklich Dinge zu schaffen. Denn mir ist aufgefallen, in den letzten Wochen, da habe ich das eher so immer ohne Vorbereitung gemacht oder habe so in den Tag hineingelebt, mehr oder weniger. Und dadurch dann eben auch oftmals schnell Sachen vernachlässigt. Das ist natürlich eine Sache, die ich immer wieder dann auch beklagt habe, dass es direkt passiert ist. Und weswegen ich zum Beispiel auch diese Aufnahmen hier nicht mehr so gut hinbekommen habe und viele Sachen haben darunter ja gelitten letztendlich. Also es sind ja immer sehr viele Baustellen, die ich in den Videos auch anspreche und ja, da dachte ich eben, okay, jetzt brauche ich mal einen Ansatz, wie ich das praktisch umsetzen kann, damit das nicht die ganze Zeit so weitergeht. Ne? Man will ja nicht nur enttäuscht sein jedes Mal von der Leistung, die man erbracht hat oder eben auch nicht. Ne? Und ja, mal wieder ein bisschen so aufholen, irgendwelche Sachen, die man verpasst hat, weißt du. Und da habe ich eben jetzt schon festgestellt, dass das funktionieren kann Anfang der Woche, aber jetzt gegen Ende der Woche wieder überhaupt nicht, weil eben jetzt dazu kam, dass heute die Arbeit ausgefallen ist und ich dadurch gestern wieder gesagt habe, ach scheißegal, jetzt kann ich mir jetzt sowieso alles erlauben, so ungefähr. Das ist natürlich ein Trugschluss immer, denn eigentlich hätte es schon viel ausgemacht, wenn ich heute einfach statt, wie ich heute dann erst spät aufgestanden bin, wesentlich eher schon aufstehe. Denn so hatte ich es ursprünglich vor. Und dann hätte man definitiv mehr, ja, dann auch hinten raus gehabt an Gelegenheit etc. Also, ja, es ist halt immer schwierig zu sagen. Und ich glaube, dass ich in nächster Zeit aber trotzdem daran festhalten werde, wieder mehr sozusagen zu planen. Ich meine, gut, jetzt haben wir erstmal ein langes Wochenende durch den Feiertag. Ich hatte das ja schon angesprochen. Das heißt, da kann ich vielleicht auch ein bisschen was nachholen. Vor allem habe ich jetzt auch mal nicht so viele Termine am Wochenende. Also in den letzten Wochen war es halt immer so, dass ich mindestens an einem Tag, wenn nicht sogar an beiden Tagen, also Samstag, Sonntag, ne, jetzt, dass ich diese verplant hatte. Ne? Da konnte ich kaum was schaffen und hatte wenig Chancen, aber jetzt sieht das anders aus, da bin ich definitiv besser aufgestellt, würde ich sagen. Und auch in den nächsten Wochen könnte es sein, dass ich es schaffe, mir einen ganz anderen Schlafrhythmus anzueignen. Denn ich habe da ein bisschen was vor, jetzt mal auch spezifischer, ne? Also sonst war das immer, wenn ich sowas gesagt habe, naja, da gucken wir mal, ne? Und so richtig gehen wir das jetzt nicht an. Aber ich habe mir jetzt ausgedacht, dass ich wirklich da mal in die Tiefe gehe und detailliert
untersuche oder nicht nur untersuche, sondern auch umsetze, wirklich, ja, früher aufzustehen endlich mal. Also, keine Ahnung, vielleicht schon um 6 oder 5:30, gell, so in die Richtung, statt wie es in letzter Zeit oftmals war. Also es hat sich dann nochmal so eingepegelt, wenn ich jetzt nicht dringend früh auf Arbeit sein musste, sondern manchmal arbeite ich auch erst ab Mittag oder so. Da bin ich halt immer erst um 9 aufgestanden, circa. Das ist eigentlich so die Durchschnittszeit gewesen, oder mal 9:30, mal 7:30, weißt du, immer so hin und her. Aber, 7:30, 8:30 meine ich. So, also zwischen 8:30 und 9:30. Und wenn ich das mal wirklich schaffe, vorzuverlegen auf um 6 oder so. Ich denke, da kann man schon einiges rausreißen, ne? Gerade was auch die Arbeit angeht, denn es ist ja so, man kann ja jetzt nicht irgendwie abends 21 Uhr arbeiten, ne? Das ist eben das große Problem, sonst könnte ich auch mal sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel erst 16 Uhr auf Arbeit und arbeite dann bis 21 Uhr. Aber das geht eben nicht, ne? Die Freiheit bleibt dann nicht, auch wenn man Gleitzeit hat, so wie es jetzt in meinem Fall praktisch ist. Und deswegen muss ich eben einen anderen Weg finden. Und es geht eben nur über so frühes Aufstehen, denn da kannst du früh auch noch was anfangen, ne? Das Problem ist, wenn du um 9 aufstehst, oder sagen wir mal 9:30 Uhr, dann machst du dich fertig und alles, ne? Musst halt schauen, dass du auch noch ein paar Pflichten erledigst und so weiter. Und dann ist es ja schon relativ spät. Also sagen wir mal um 11 könntest du dann vielleicht noch schneiden oder sowas, ne? Aber dann willst du vielleicht auch schon, oder musst um 1 oder so auf Arbeit sein, damit sich's noch lohnt für den Tag zu kommen überhaupt, ne? Und ja, deswegen hat man dann eben wenig Spielraum so. Und wenn ich um 6 aufstehe, da könnte ich noch richtig was reißen, ne, Vormittag, also bis ich dann vielleicht um 1 arbeite in dem Fall. Oder ich arbeite früh schon, ne, und mache danach was anderes. Da kann man ja dann viel rumprobieren, aber dass man erstmal aus dieser Spirale raus ist, dass man jedes Mal in diesem komischen Zugzwang ist, ne, oder früh halt nichts mehr anfangen kann, das finde ich halt scheiße. Und ja, es könnte mir jetzt in nächster Zeit echt mal gelingen. Und da versuche ich eben auch die Gelegenheit zu nutzen und wieder mehr Streams zu machen, unter anderem. Und mal gucken, was sich noch alles ergibt. Also, man kann da sicher viel unterbringen. Aber ja, so ganz weiß ich es eben noch nicht. Das muss ich jetzt auch alles erst testen und sehen. Und dann wird die Zeit zeigen, wie es aussieht. Genau. Aber ich schätze das als relativ gute Idee ein. Und könnte mir auch vorstellen, dass ich zum Beispiel es besser schaffe, hoffentlich mal solche Extrasachen wie Boom Beach und so weiter wieder zu verarbeiten. Denn das ist ja auch immer so ein Punkt, ne, was mich aufregt, in letzter Zeit vor allem wieder oder generell, dass ich es nie schaffe, diese scheiß Videos da zu schneiden, Boom Beach Clash Royale, und es immer wieder scheitert an irgendwelchen Kleinigkeiten oder so. Das muss nicht mehr sein, ne? Oder hier zum Beispiel schon alleine die Titel eingeben für die Videos, ne? Das ist auch immer sowas, was ich vor mir herschiebe. Da liegt es natürlich auch an der Demotivation selber. Bei anderen Sachen bin ich jetzt nicht unbedingt demotiviert, aber da finde ich eben die Zeit nicht. Und das will ich eben unbedingt ändern. Ich muss die Zeit endlich mal effektiver nutzen wieder. Und das geht eben nur, wenn man wirklich das auch will oder auch bestimmte Schritte geht. Naja, mal gucken, ne? Also es ist ja noch nicht alles entschieden, aber ja, gerade auch in Anbetracht dessen, dass ich ja mit meiner Bachelorarbeit vorankommen muss, muss es natürlich jetzt mal Änderungen geben, denn bald muss ich die anmelden, Ende November oder so spätestens. Vielleicht auch Dezember würde auch reichen, aber viel länger darf ich nicht warten, damit das dieses Semester noch klappt. Und ja, das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt auch viel daran arbeiten, in meinem Praktikum eben. Und dort entsprechend was schreiben und zusammenkriegen. Das ist natürlich blöd, wenn der heutige Tag zum Beispiel wegfällt. Deswegen hatte ich mich auch geärgert. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen vorankommen und die Zeit nutzen. Aber jetzt bin ich wieder gezwungen, demnächst länger zu arbeiten oder so, weißt du. Muss ich sowieso schon, weil ich mal so überschlagen habe, wie lange ich ungefähr pro Tag eigentlich arbeiten müsste. Und das ist schon mehr, als ich es bisher mal getan habe. Und das ist halt auch so ein Problem, wo ich ein bisschen ratlos bin, ne? Wie ich das in nächster Zeit hinkriegen soll, jetzt auch noch regelmäßig mehr zu arbeiten als bisher. Also der Durchschnitt war meistens so um die 3,5 Stunden habe ich gearbeitet pro Tag. Das ist natürlich schon
ein bisschen wenig, ne? Da kann man eben jetzt die Bachelorarbeit nicht unbedingt in dem Semester schaffen. Ich meine, gut, ich habe jetzt schon eine Weile halt Vorlauf gehabt, ne? In dem Sinne war es also noch nicht schlimm. Aber ich würde sagen, wenn es dann so richtig losgeht und das ins Rollen kommt, dann müsste ich schon, so sagen wir mal, 6 Stunden eigentlich arbeiten pro Tag. Oder? Ja, vielleicht 5,5, naja, eher 6 eigentlich. Und das ist schon krass, ich weiß nicht, wie ich das zurzeit organisieren soll. Denn, ja, das ist schon ein Unterschied zu 3,5, ne, im Durchschnitt. Also, ich muss mal schauen, ne. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was clever anstelle, könnte es ja durchaus funktionieren. Aber es ist halt auch eine Gewohnheitssache, ne, das spielt natürlich eine große Rolle. Ich muss jetzt erstmal so reinfinden in diesen Arbeitsalltag und vielleicht fällt mir das dann auch dadurch leichter. Mal gucken. Aber jetzt erstmal danke fürs Zusehen, bis später, haut rein und das war's. Ciao.